Startdeutsch 2. Modellsatz hören. Teil 1. Sie hören 5 Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text 2-mal. Beispiel. Guten Tag, Herr Hersel. Hier ist das Autohaus Unger. Sie können Ihr Auto morgen ab 8.30 Uhr hier abholen. Auf Wiederhören. Guten Tag, Herr Hersel. Hier ist das Autohaus Unger. Sie können Ihr Auto morgen ab 8.30 Uhr hier abholen. Auf Wiederhören. Nummer 1. Die gewünschte Nummer lautet 1688538. Die Vorwahl ist 069. Wenn Sie eine weitere Nummer wünschen oder verbunden werden wollen, bleiben Sie bitte am Apparat. Die gewünschte Nummer lautet 1688538. Die Vorwahl ist 069. Wenn Sie eine weitere Nummer wünschen oder verbunden werden wollen, bleiben Sie bitte am Apparat. Nummer 2. Mensch, Nana, hier ist Dimitri. Jetzt rufe ich schon zum dritten Mal an und du bist immer noch nicht da. Wir sind doch heute Abend verabredet. Leider muss ich noch länger arbeiten. Das heißt, wir können uns heute Abend nicht treffen. Aber passt es dir vielleicht morgen? Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Mensch, Nana, hier ist Dimitri. Jetzt rufe ich schon zum dritten Mal an und du bist immer noch nicht da. Wir sind doch heute Abend verabredet. Leider muss ich noch länger arbeiten. Das heißt, wir können uns heute Abend nicht treffen. Aber passt es dir vielleicht morgen? Ruf mich doch bitte auf dem Handy an. Nummer 3. Hallo Ingo, hier ist Sascha. Ich rufe an wegen des Computerkurses. Hast du einen Stift? Also, er findet statt am Dienstag um 18 Uhr, Raum 136. Ich warte am Eingang auf dich, okay? Hallo Ingo, hier ist Sascha. Ich rufe an wegen des Computerkurses. Hast du einen Stift? Also, er findet statt am Dienstag um 18 Uhr, Raum 136. Ich warte am Eingang auf dich, okay? Nummer 4. Also, Sie wollen morgen Mittag nach Köln. Hier ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 11.45 Uhr ab Frankfurt und sind um 14 Uhr in Köln. Und der Preis ohne Bahncard beträgt 45 Euro. Also, Sie wollen morgen Mittag nach Köln.
Hier ist Ihre Verbindung. Sie fahren um 11.45 Uhr ab Frankfurt und sind um 14 Uhr in Köln. Und der Preis ohne Bahncard beträgt 45 Euro. Nummer 5. Gudrun Stock, Firma Keller. Frau Stefanovic, wir wissen, dass Sie Urlaub haben, aber leider ist Frau Müller krank geworden. Können Sie nächste Woche vielleicht an 2 Tagen reinkommen? Und zwar am Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag. Rufen Sie mich bitte auf jeden Fall zurück. Gudrun Stock, Firma Keller. Frau Stefanovic, wir wissen, dass Sie Urlaub haben, aber leider ist Frau Müller krank geworden. Können Sie nächste Woche vielleicht an 2 Tagen reinkommen? Und zwar am Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag. Rufen Sie mich bitte auf jeden Fall zurück. Teil 2. Sie hören 5 Informationen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem schönen Freitagabend. In wenigen Sekunden ist es 18 Uhr. Sie hören das Zeitzeichen für 18 Uhr. Nummer 6. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk. Nach den Nachrichten hören Sie das Mittagsmagazin. Um 15 Uhr folgt Lilliputz, das Kinderprogramm. Um 16 Uhr dann Boulevard Europa. Danach sagt Ihnen Franzi Kramer. Nummer 7. Der Wetterbericht. Heute bleibt es tagsüber weiter schön bis 25 Grad. Gegen Abend Gewitterneigung. Vor allem im Voralpenland werden starke Gewitter erwartet. Morgen dann nass und kühler. Nummer 8. Eine Verkehrsdurchsage. Achtung Autofahrer auf der Autobahn A2 Karlsruhe-Basel in der Nähe von Freiburg. Fahren Sie langsam. Ein Schwein läuft über die Autobahn bei Kilometer 87 Nähe der Ausfahrt Freiburg.
Nummer 9. Und jetzt noch ein Geburtstagsgruß. Josef Hallhuber hat heute Geburtstag. Josef wird heute 17 Jahre alt. Ja, mit 17 hat man noch Träume. Alles Gute und viel Glück wünschen dir deine Eltern und Geschwister und natürlich das gesamte Radio Energy Team. Nummer 10. Uhr, wie jeden Morgen um diese Zeit, unser Gewinnspiel. Heute unsere Frage zum Urlaubsbeginn. Wohin reisen die Deutschen am liebsten? A. Nach Italien, B. Nach Österreich oder C. nach Deutschland? Rufen Sie uns an unter 23 23 23 und gewinnen Sie eine Reise für zwei Personen an die Ostsee. Teil 3. Sie hören ein Gespräch. Zu diesem Gespräch gibt es 5 Aufgaben. Ordnen Sie zu und notieren Sie den Buchstaben. Sie hören den Text 2-mal. Beispiel. Ach, da ist ja schon unsere Praktikantin. Guten Morgen. Mein Name ist Greiner. Ich bin der Chef hier und darf Sie in unserer Firma herzlich begrüßen. Guten Morgen. Tja, am besten gehen wir erstmal durchs Haus und ich stelle Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor. Das hier ist mein Büro. Schon mein Großvater, der die Firma aufgebaut hat, arbeitete hier im ersten Stock in diesem Zimmer. Aha. Ach, da ist ja schon unsere Praktikantin. Guten Morgen. Mein Name ist Greiner. Ich bin der Chef hier und darf Sie in unserer Firma herzlich begrüßen. Guten Morgen. Tja, am besten gehen wir erstmal durchs Haus und ich stelle Ihnen die Kolleginnen und Kollegen vor. Das hier ist mein Büro. Schon mein Großvater, der die Firma aufgebaut hat, arbeitete hier im ersten Stock in diesem Zimmer. Aha. Nummer 11, Nummer 12, Nummer 13, Nummer 14 und Nummer 15. Mal sehen, ob Frau Klinger schon da ist. Nein, noch nicht. Sie ist die Leiterin der Exportabteilung. Sie sitzt hier gleich gegenüber von meinem Büro. Ich kann ja später noch einmal vorbeikommen. Ja, ja. Gehen wir mal runter. Herrn Greiner Junior haben Sie ja heute Morgen sicher schon gesehen. Er sitzt am Empfang. Greiner Junior? Ja, das ist mein Sohn. Ah, es ist ja ein richtiger Familienbetrieb. Kann man so sagen, ja. Mein Sohn lernt gerade alle Abteilungen kennen, so wie Sie. Seine erste Station ist der Empfang. So, und das hier, das ist die Teeküche. Guck
Kann ich die auch benutzen? Klar. Kaffee und Tee sind immer da. Das hier neben der Teeküche ist übrigens der Kopierraum. Wenn Sie etwas zum Kopieren haben, machen Sie das bitte hier. Oh, Vorsicht. Da steht ja ein kaputter Stuhl herum. Na sowas. Der gehört eigentlich in die Werkstatt. Leider ist unser Hausarbeiter schon 2 Tage krank. Er kümmert sich normalerweise darum, dass hier im Haus alles an seinem Platz ist. Wenn Sie also etwas brauchen, Sie finden ihn normalerweise in der Werkstatt. Ja, und wo werde ich arbeiten? Unsere Praktikantinnen sitzen immer im Zimmer von unserem Computerspezialisten Herrn Schuster. Der Computerraum ist im Keller. Im Keller? Ja. Aber keine Angst, es ist ein schöner, heller Raum. Wir gehen sofort mal runter. Aber vorher stelle ich Ihnen noch Frau Schuster, meine Sekretärin, vor. Sie sitzt im Moment nicht bei mir oben, sondern da hinten im Schreibbüro, Zimmer 2. Ihr Raum wird gerade renoviert. Mal sehen, ob Frau Klinger schon da ist. Nein, noch nicht. Sie ist die Leiterin der Exportabteilung. Sie sitzt hier gleich gegenüber von meinem Büro. Ich kann ja später noch einmal vorbeikommen. Ja, ja. Gehen wir mal runter. Herrn Greiner Junior haben Sie heute Morgen sicher schon gesehen. Er sitzt am Empfang. Greiner Junior? Ja, das ist mein Sohn. Ach, es ist ja ein richtiger Familienbetrieb. Kann man so sagen, ja. Mein Sohn lernt gerade alle Abteilungen kennen, so wie Sie. Seine erste Station ist der Empfang. So, und das hier, das ist die Teeküche. Kann ich die auch benutzen? Klar. Kaffee und Tee sind immer da. Das hier neben der Teeküche ist übrigens der Kopierraum. Wenn Sie etwas zum Kopieren haben, machen Sie das bitte hier. Oh, Vorsicht. Da steht ja ein kaputter Stuhl herum. Na sowas. Der gehört eigentlich in die Werkstatt. Leider ist unser Hausarbeiter schon 2 Tage krank. Er kümmert sich normalerweise darum, dass hier im Haus alles an seinem Platz ist. Wenn Sie also etwas brauchen, Sie finden ihn normalerweise in der Werkstatt. Ja, und wo werde ich arbeiten? Unsere Praktikantinnen sitzen immer im Zimmer von unserem Computerspezialisten Herrn Schuster. Der Computerraum ist im Keller. Im Keller? Ja, aber keine Angst, es ist ein schöner, heller Raum. Wir gehen sofort mal runter. Aber vorher stelle ich Ihnen noch Frau Schuster, meine Sekretärin, vor. Sie sitzt im Moment nicht bei mir oben, sondern da hinten im Schreibbüro, Zimmer 2. Ihr Raum wird gerade renoviert. Ende des Tests hören.